Hallöchen alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Rocket League. Heute mal Ranked. Habe ich mir gedacht, wir machen mal was anderes, weil warum würde man immer diese Folge... Ich bin gespannt, was passiert. Ob die jetzt hier stärker sind oder schwächer oder was weiß ich. Man darf gespannt sein. Also... Und auch mit neuer Farbe. Ich habe mir gedacht, immer lila sein ist ja auch blöd, deswegen machen wir heute mal hellblau. Warum würden wir das nicht machen, nicht? Also... Weiß du Bescheid. So, guck mal, den habe ich schon wieder gestreichelt. Die Eleganz nicht von der Hand zu weisen, aber komm. Nein, scheiße, shit. Da hab ich fast mein erstes Ranked-Tor gemacht. Ja, schon, ob das jetzt hier vom spielerischen her irgendwie einen großen Unterschied macht oder was? Ja, auf jeden Fall liegen wir schon mal zurück. Das ist schon mal, Mist. Arias 4-6-4, toll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt hier funktioniert. Ob ich jetzt ein dauerhaftes Team bekomme oder was? Wahrscheinlich nicht. Wäre ja irgendwie dann auch blöd, weil, keine Ahnung. Wir werden sehen. Bin total aufgeregt quasi, weil jetzt sind wir ja quasi offiziell in den Leaderboards. Aber das kann ja nur... Ich wollte schon sagen, der darf jetzt aber nicht reingehen. Scheiße. Wie haben wir den? Game Master Broken. Ja, dann machen wir was. Mach mal lieber Heile, Alter. Das wäre schön. Warum bleibt er stehen? Was soll das? Der könnte man dann quasi auch fragen, wenn man denn wollte. Aber dann halt nicht. Dann bleib halt stehen und ich nicht. War schön. Komm, den rette ich. Hast du das gesehen? Hör mal, das ist ja Teamwork hier in der Defensive. Teamwork, Alter. Besser geht's ja kaum gar nicht. Toll. Wunderschön ausgedruckt, mal wieder der Krutzer. Das ist Wahnsinn. Schade. Schade. Komm, jetzt du. Nee, nicht du. Na gut, dann halt nicht. Der kackt Schleim. Das ist schade. Da würde ich eventuell mit zum Arzt gehen an deiner Stelle. Aber ich bin ja auch nicht deine Mama. Deswegen, was hab ich schon zu sagen? Also, ne? Weißt du Bescheid? Komm. Nein, Mann! Fuck! Der darf jetzt... Genau. Gut. Guter Mann. Ich hoffe... Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie die Gegner bekomme, die plötzlich hier die übelsten Pros sind und so, dann habe ich natürlich schlechte Karten. Wobei, schlechte Karten habe ich eigentlich im Grunde genommen immer. Immerhin auf jeden Fall auch schon mal so schlecht, dass ich schon wieder zurückliege, ne? Also, ist im Grunde genommen... Nein, doch! Ja, schön! Ich dachte, den hätte ich jetzt. Aber nein, naja, dann war das ein Eigentor. Nehmen wir auch mit. Ist egal. Ausgleich. Guck. Kann man mit zufrieden sein, quasi. Was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn davon in den Comments, bitte? Ich habe mir das nicht durchgelesen oder sonst irgendwas. Weil Anleitung gibt es ja heutzutage nicht mehr. Was mir das bringt, jetzt hier Ranked zu spielen. Das würde mich ernsthaft interessieren. Nicht, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, also in FIFA ist es ja dann zum Beispiel so, dass man dann irgendwie seinen Spieler upgraden kann. Kann man das ja auch? Also sein Auto, werde ich jetzt besser? Also schneller? Das wäre natürlich cool. Also, weil falls ja, dann ärgere ich mich im Grunde genommen darüber, dass ich nicht schon viel früher damit angefangen habe. Aber gut. Besser spät als nie, könnte man dann quasi sagen. Nicht wahr? Komm. Schade. Aber Mittelfeldpässe, hör mal, die krieg ich so perfekt hin. Die Trostpreise des Rocket League-Spiels. Aber ist ja auch ganz fantastisch quasi. So, hier, jetzt Mr. Game Master Broken. Jetzt müssen wir hier aber... Komm, jetzt haben wir hier den Ausgleich gemacht, jetzt müssen wir auch quasi nachlegen. Das sind wir unseren Fans schuldig. Weißt du? Also, guter Mann, bester Mann auf dem Platz sozusagen bisher. Das ist ja hervorragend. Kann man die Spiele auch verlassen? Das wäre natürlich schön, wenn man diese Spiele nicht verlassen könnte. Nee, man kann die Spiele nicht verlassen. Das ist natürlich genial. Ah. Ich kann das Spiel nicht einfach verlassen und die anderen dann auch nicht. Das wäre wunderschön. Da würde ich wenigstens immer mit dem Team durchspielen. Shit. Ist zwar schade für das Team dann, aber für mich umso schöner. Nein, gut. So, komm jetzt. Gegenangriff hier. Ich muss jetzt auch mal irgendwas zum Spiel beitragen. Boah, ich habe ja schon Mittelfeldpässe in rauen Mengen, ne? Habe ich gespielt quasi. Boah, hätte ich fast den da rausgehauen. Aber nur fast. Deswegen müssen wir nochmal Gas geben hier. Weil den können wir jetzt eigentlich können wir den nie mehr abgeben. Das wäre richtig schade. Das war nämlich auch richtig schade. Guck mal, erinnert mich, ich hatte früher als Kind immer so ein Slimer-Spielzeug, also Slimer von den Ghostbusters, nicht? Ich weiß gar nicht, kennt man die heute noch? Gibt's heutzutage noch Ghostbusters? Ich glaube, die wollen einen neuen Film machen, ne? Oder? Genau, die wollen einen neuen Film machen, wenn mich alles täuscht, mit Frauen. Also quasi weibliche Ghostbuster. Ist auch eine Möglichkeit. Wenn sie Dingsbums nicht ersetzen können hier. Ja, ist da James Belushi? War das denn James Belushi? Entschuldigung, sorry. Guck mal, nein. Oh, wir waren so gut. Doch dann kam Slimer. Also jedenfalls hatte ich früher so ein Spielzeug irgendwie. So einen gelben Käfer. Und der gelbe Käfer, also Auto, Käfer, das Auto. VW-Käfer.
Und der hat sich dann verwandelt, wenn man auf den Knopf gedrückt hat, in eine Heuschrecke. Mhm, das war das ultra coolste Spielzeug überhaupt. Quasi. Also, ich hatte jedenfalls meinen Heidenspaß dran. Achtung. Shit, Mann. Den hätte ich eigentlich hätte ich den jetzt machen dürfen, nicht wahr? Da würde mir mein Spielpartner sicherlich zustimmen, aber. Ach Mann, ey, ich kann. Scheiße, ich will doch nicht verlieren. Das ist mein erstes Rankspiel, ich muss das jetzt gewinnen. So läuft das nicht. Und früher gab es auch, als ich das Auto hatte, da gab es auch noch Monster in my Pocket. Die gibt's leider nicht mehr. Wobei, da gab es dann irgendwie auch 14 verschiedene Reihen von und so. Ich habe allerdings nur die erste gesammelt. Also, shit, Mann, warum? Warum mache ich das? Weil die erste, die war irgendwie, keine Ahnung, am coolsten. Die haben dann irgendwie natürlich, wenn irgendwas erfolgreich ist, das ist ja heutzutage so, dann wird das natürlich dermaßen lange ausgeschlachtet, bis es irgendwann nicht mehr cool ist. Und demnach dann auch irgendwann nicht mehr erfolgreich. Ja, und bei mir hat dann tatsächlich das Coolsein nur gereicht für die erste Reihe. Ich glaube, da gab es am Ende wahrscheinlich 10 oder so. Und später hatten die dann irgendwie verschiedene Farben. Monster in der Pocket waren so kleine, so, ich sag mal, so groß wie ein Finger, ein bisschen größer vielleicht. So Gummi-Spielfiguren, machen rein. Sauber, so, so, Alter. Was hat ein Hattrick hat er gemacht, der feine Herr? Und ja, haben wir gewonnen. Oh, jedenfalls Monster in my Pocket. Also die waren toll. Da waren so kleine Figuren, die konnte man dann sammeln. Ich weiß gar nicht, mit was ich da. So ein bisschen irgendwie, vielleicht so ein bisschen wie Pokémon, nur halt ohne Videospiel, sondern einfach so zum Sammeln. Das war total cool. Und dazu gab es dann auch Sticker und so. Also total geil. Und. So mein erstes Drake-Spiel und sogar direkt noch ein Tor gemacht, Alter. Ass rein. Da habe ich doch noch ein bisschen irgendwas zu dem Spiel beigetragen. Gott sei Dank. Also die konnte man dann jedenfalls sammeln. Und Sticker auch. Aber ich erzähle dann lieber im nächsten Spiel weiter. Das ziehen wir jetzt hier durch, weil sonst muss ich hier unterbrechen. Das wäre doof. Nee, wir machen nicht. Komm, die 5 Sekunden halten wir jetzt noch durch. Ass rein, erste Rankspiel gewonnen. Ass rein. Hör mal, kann ich mitleben. Ich hab auch ein Tor geschossen. Ist alles okay. Ich habe übrigens rausgefunden, dass das Spiel immer erst beendet, wenn der Ball den Boden berührt. Deswegen diese lange letzte Sekunde. Mhm. Ich bin doch nicht komplett bescheuert. Egal. Nee, brauchen wir nicht. Bis gleich. So, liebe Leute, das ist immer wieder mit unseren Monster in my Pocket. Da gab es dann jedenfalls auch so lustige Stickerhefte für und was man dann hier alles sammeln konnte, jawohl! Alter, so muss das sein. Und dann waren das so kleine Figuren, ne? Also wie gesagt, so ähnlich wie Pokémon. Also stelle ich mir, also wenn es Figuren von Pokémon wäre, dann wären die so ähnlich. So meine ich das, nicht so ähnlich wie Pokémon. Das waren dann immer so kleine Monster halt, so Monster in my Pocket, nicht wahr? Da war dann so ein Dracula bei und ein, keine Ahnung, Dingenskirchen, wie heißt das aber, Frankenstein-Monster und, nö, oh nein, halt den, bitte. Oh, der geht daneben, Gott sei Dank. Und was war da noch bei? So eine, natürlich eine Riesenkrake, muss ja sein, wenn wir bei Monstern sind, brauchen wir auch Riesenkraken, weil, was sind Monster ohne Riesenkraken, nicht wahr? Und all so ein Scheiß. Und das war dann total cool. Und da konnte man dann natürlich dann irgendwie mitspielen. Weil früher hat man ja dann auch noch mit Figuren gespielt, anstatt nur Videospiele. Und das war ganz toll. Shit. Und davon, von dem Spiel, gab es dann auch, und das war natürlich dann ewig lange mein Lieblingsspiel, oder eines meiner Lieblingsspiele zumindest, da gab es dann natürlich irgendwann auch ein Videospiel von, für ein NES damals. So alt ist das. Das war total genial. Geht der rein? Der geht rein. Yes, Alter. 2, Ast rein. Sauber. Das Problem ist jetzt natürlich, dadurch, dass ich jetzt diese Ranked-Spiele mache, da sind vermutlich, also schätze ich mal, jetzt ein paar weniger von diesen Vollhorsten bei, die sich permanent ausloggen, weil ist ja nicht mehr möglich. Und dadurch natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Spieler, aber dadurch bin ich wahrscheinlich eher derjenige, der leistungstechnisch ein bisschen abfällt, ne? Ja, da kann man ja dran arbeiten. ist ja noch kein Stern vom Himmel gefallen. Eieiei. Harte Aufgaben und Arbeit kommt auf mich zu, aber da tut man nicht alles. Wäre auch langweilig, immer dasselbe zu machen. Da scheint offensichtlich noch jemand das Blau nicht zu mögen und fährt auch in Himmelblau oder Türkis durch die Gegend. Es gibt mit Sicherheit Leute, die mein sogenanntes Blau als grün interpretieren würden. Ich würde natürlich zum Beispiel eher dazu neigen, das als grün zu interpretieren, aber was weiß ich schon, ne? Ah, komm. Mach wenigstens voller Geräusch. Nein. Warum kriege ich den nicht mit? Shit. Das war ich so tief in meine Monster in my Pocket vertieft. Und das Spiel dann. Das war dann quasi halt ein NES-Spiel und wie das halt so war in dieser Grafik und alles, nicht? Und dann waren die Level immer gebaut aus den ganzen Monstern. Und die Endbosse waren dann auch verschiedene Monster und schön. Nur eine Vorlage, ist ja immerhin schon mal 3-0, Ast rein. Und ja, da musste man mit die beiden Monster, die man spielt, das war sogar ein Zwei-Spieler, also Two-Player-Game, nicht wahr? Und die beiden Monster, die man spielen konnte, waren der Vampir und ich glaube das Frankenstein-Monster, wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
Und ja, die ganzen Level waren dann voll mit den Monstern und die musste man dann umbringen. Das ist dann quasi im Grunde genommen so gewesen. Das Videospiel war dann im Grunde genommen so, wie man das selbst in seinem Kinderzimmer gespielt hat mit den ganzen Puppen. Man hat dann irgendwie wahrscheinlich auch die Monster sich gegenseitig bekämpfen lassen und all so ein Scheiß. Und das gab's dann als Videospiel. Das war unglaublich toll. Also heutzutage macht man das ja eher umgekehrt. Da macht man dann aus irgendwelchen Videospielcharakteren lieber Sammelfiguren wie die Amiibos zum Beispiel. Also, ist ja, wobei Amiibos eine richtig geile Sache sind. Schönes Tor. Ich habe drauf spekuliert, dass ich noch ein bisschen, also mich zurückfallen lassen für den Fall, dass der bald zurückkommt, aber so geht's natürlich auch. Der nächste, der einen Hattrick macht. Astrein. Also die Amiibos jedenfalls, eine richtig geile Sache, muss ich sagen. Also nicht da, also im Grunde genommen ja eigentlich nur glorifizierte Memory Cards. Weil, also ich meine jetzt von der reinen Funktion her. Aber so rein optisch, die Dinger hier, ich habe davon auch ein paar auf dem Regal stehen, richtig, richtig gut. Da merkt man dann mal wieder, dass Nintendo definitiv weiß, was. Ich dachte, der geht raus. Scheiße, sorry. Das ist wahrscheinlich. Das ist die einzige Tastenkombination, die ich auswendig kenne. Das sagt viel über mein Spiel aus. Komm. Nein! Oh, fuck, der hat fast noch gekriegt, ey. Fast. Scheiße. Nächstes Mal, sorry. Ach, Mist, ey. Boah, da hätte ich. Beinahe hätte ich noch. Ach, Scheibenkleister. Egal. Wir führen 4-1. Kann man für den Moment auf jeden Fall mitleben. Also ich merke auf jeden Fall auch, dass immer irgendwer Richtung Mitte geht, deswegen werde ich das jetzt mal einfach lassen. Jetzt geht natürlich keiner Richtung Mitte, Entschuldigung. Super. Habe ich mir mal gedacht, ich mache mal was anders und dann siehe da, es funktioniert nicht. Komm, jetzt aber. Komm. Nein, scheiße, sorry und so. Schon wieder, sorry. Ja, dann mach du. Ach, rein, läuft. 5-1. Ist aber super. Super quasi. Superbe. Könnte man, wenn man denn wollte und so. Da läuft ja also für die ersten beiden Ranked-Spiele läuft das ja ausgesprochen gut. Ich bin mal gespannt, wie lange das so anhält. Vermutlich in dem Moment, in dem ich das sage, das Spiel verliere ich bestimmt noch. So wie ich mich kenne, da sind Hopf und Malz für den Gegner sind da noch lange nicht verloren. Die sind sowas von noch am Blühen, Alter. Ey, warum haut der mich weg? Wer war das überhaupt? Jord-X oder was? Jord-X oder Trollso? Das ist bestimmt Jano Trulli. Weil wir brauchen ja immer irgendwelche Promis in der Mannschaft und das ist dann jetzt Jano Trulli, der Formel-1-Fahrer, für die, die ihn nicht wissen. Ja, den kriege ich leider nicht mehr. Schade, ein bisschen zu lange an derselben Position verharrt, aber das macht nichts. Immerhin, keine Ahnung. Der Wille war da, was weiß ich, ey. Den Satz dürfte selbst beenden, so, habt ihr auch was zu tun. Scheiße, nein. Saint, ne, du bist nicht heilig, glaub mir. Du bist nicht heilig. Wenn du so weiter die Chancen gegen uns vergibst, dann bin ich dir doch recht dankbar, ehrlich gesagt. Aber gut, also eine Minute 30 hast du ja noch, um Tor zu schießen. Also wollen wir mal erstmal abwarten. Ne? Gott sei Dank, dass einer von uns hinten geblieben ist, wa? Gott sei Dank, dass einer von uns hinten geblieben ist. Ja, gut, vorbei. Den hat dann auch wer anders geklärt. Wer anders geklärt, könnte man auch sagen, wenn man sich dann ausdrücken könnte. Was natürlich auch nicht jedermanns Sache ist. Ah. Das war, Gott sei Dank. Aber warum kriege ich dafür jetzt keinen Befreiungsschlag? Ich habe doch auch was getan. Ich habe doch gearbeitet. Im Schweiße meines Angesichts. Komm. Sauber, Alter. Sauber. Zwar selbst keine Tore geschossen, aber wir führen trotzdem 6-1. Ich bilde mir zumindest ein, dass ich irgendwas dazu beigetragen habe. Zumindest stehe ich nicht im Weg. Ist auch ganz gut. Like, comment und subscribe. Wenn das auch ganz gut ist. Just do it. Oder wie heißt der Typ? Just Jord-X? Na, ist egal. Just Jord X tatsächlich. Nein, das ist halt, das heißt Just Do It. Das weiß ich, weil da gibt es ein Internetvideo von und wir wissen, sind Internetvideos und Sachen, die da stehen, immer wahr. Immer. Zu 100%. So läuft das. Ja, wer von uns beiden macht das jetzt? Du machst das. Nein, du machst das nicht. Ja, wie jetzt? Ja, gut. Dann halt unser etatmäßiger Verteidiger. Wie schön. Achtung. Oh, Mist. Also ich habe jetzt dermaßen damit gerechnet, dass die den kriegen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich überhaupt relevant werde, aber gut. Sind wir dann wohl doch. Hurra. Achtung. Also ich bin auf jeden Fall derjenige im Team, der immer... Nein, das war meine Chance. Och. Mensch. Na, egal. Kann ja nicht jedes Spiel Tor schießen, ein Tor schießen. Weil... Für meine Mitspieler stimmt das eigentlich. Die haben bisher alle in jedem Spiel ein Tor geschossen. Aber auch egal. Wir haben gewonnen. Wir haben beide Spiele gewonnen. Damit bin ich glücklich und zufrieden. Solltet ihr, meine lieben Freunde, auch glücklich und zufrieden mit dem Video sein, dann hämmert den Like-Button kaputt und überschwemmt die Comment-Section Red Rot. Ja, komm, hau rein.
Überschwemmt die Comment-Section mit allen euren Anmerkungen und so weiter und so fort. Teilt die Videos mit euren Freunden, mit was weiß ich wem. Als Subscriber nehme ich natürlich sowieso alle herzlich willkommen, Freunde oder Freundin. Mit allem, was ihr für mich tut, würdet ihr mir nämlich sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen. Des Weiteren möchte ich mich natürlich wie immer dafür bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt. Und verabschiede mich ebenfalls wie immer hochoffiziell und winkenderweise von meinem ersten oder von meinen ersten beiden Ranked-Spielen in Rocket League. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.